Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum ethischen Hacken. So, heute geht's im Prinzip nicht ganz so arg darum, was zu hacken, sondern vielmehr Leuten zu helfen, wieder etwas herzustellen, wenn sie zum Beispiel ihr Windows-Passwort vergessen haben oder Windows sich nicht mehr hochfahren lässt. Dann gibt's viele Menschen, die gerne ihre Dateien retten würden, aber ja, die wenigsten können's und deswegen zeige ich euch natürlich, wie das funktioniert. So schwer ist das gar nicht. Genau, was ihr als erstes braucht, ist physischen Zugang zu eurem Gerät. Das heißt, ihr macht das nicht irgendwie aus der Ferne oder sowas, sondern wirklich direkt am Arbeitsplatz. Dann braucht ihr eine Linux-Live-Distribution, ist nicht allzu schwer. Eine findet ihr, also ihr könnt nach Ubuntu, Debian oder sowas googeln oder einfach hier auf linuxmint.com gehen, dann unter Download und dann hier einfach 64-Bit und das Cinnamon auswählen. Dann kommt ihr zur aktuellen Version und dann klickt ihr hier auf euren Download-Link des Vertrauens, zum Beispiel von der FH Aachen in Deutschland. Dann geht es vielleicht am schnellsten, weil die relativ nah bei euch sind. Je näher die bei euch sind, desto schneller geht es wahrscheinlich. So, und ja, wenn ihr das runtergeladen habt, dann habt ihr eine ISO-Datei. Diese ISO-Datei dürft ihr brennen. Also einfach Doppelklick drauf machen. Windows macht es quasi von selber. Ihr müsst allerdings einen Rohling gekauft haben, den einlegen in euer DVD-Laufwerk und dann brennen. Okay, nicht allzu schwer. Und ja, was ich jetzt mache hier, ist im Prinzip genau dasselbe. Das entspricht ungefähr dem Einlegen von dem Datenträger. Ich arbeite mit einer virtuellen Maschine. Und ja, wenn ihr auch eine virtuelle Maschine habt, ist es vielleicht für euch auch interessant, deswegen zeige ich das. Okay, ihr geht hier unter Ändern auf Massenspeicher und dann hier einfach unter Controller IDE könnt ihr hier über Datei für virtuelles CD-DVD-Medium auswählen, könnt ihr hier einfach sagen, ich hätte gerne meinen Linux Mint. So, und dann auf OK drücken und das Windows starten. So, jetzt aber ganz schnell auf F12 und was wir jetzt hier brauchen ist das CD-ROM-Laufwerk. Bei euch sieht es wahrscheinlich anders aus, aber keine Sorge. Ihr könnt einfach dann im Boot-Menü auswählen, dass ihr von der CD-DVD booten wollt. Das ist nicht allzu schwer. Ihr müsstet irgendwo ein Enter oder Entfernen oder sowas drücken. Oder meistens ist es Entfernen oder F10 oder F2. Aber einfach, wenn der PC sich hochfährt, schnell gucken, was steht da und dann drücken. Oder einfach nur gucken und dann Reset drücken und dann beim nächsten Mal hochfahren, die entsprechende Taste drücken. Das Ding heißt Boot-Menü und da wählt ihr das CD-Laufwerk oder das DVD-Laufwerk als erstes aus. So, und dann fährt sich das Ding hier hoch. Und ja, das dauert ein bisschen. Ihr habt den Ton vielleicht gehört, weiß ich nicht genau, ob ihr ihn gehört habt. Jetzt habt ihr sozusagen ein virtuelles Betriebssystem offen als Live-Distribution. Okay, was ihr jetzt machen könnt, ist, ihr könnt auf euer Windows komplett zugreifen. Also alle Dateien liegen euch zur Verfügung. Egal, ob Windows kaputt ist, egal, ob Windows was weiß ich was gemacht hat. Ihr könnt jetzt hier einfach auf dieses kleine Teilchen hier unten, wo Files dabei steht, draufklicken oder hier auch einfach auf Home. Das hat denselben Effekt. Und dann geht ihr hier unter diese Devices und da müsste irgendwo eure Festplatte sein. Und ja, sehr gut, dass ich den Fehler auch gerade habe. Und zwar, wenn ihr diesen Fehler gesehen habt, gerade eben, dass es so ein Error kommt, dann müsst ihr Windows nochmal hochfahren komplett und dann neu starten. Das ist so ein Ding, dass Windows immer die Festplatten blockiert. Wenn das Ganze bei Windows 10 irgendwie sich nicht mehr hochfahren lässt, dann habt ihr jetzt noch die Möglichkeit, ihr könnt ganz einfach sagen, und zwar, wenn sich Windows ein paar Mal negativ oder nicht erfolgreich hochgefahren hat, dann wird euch sowas angezeigt wie Choose an Option oder wählt eine Option beim Hochfahren und dann gibt es Advanced Options bzw. erstmal Troubleshoot bzw. Fehlerbehebung auf Deutsch, dann erweiterte Optionen und dann Windows Start Option oder sowas in der Art und dort kann man den Safe Mode aktivieren. Das macht ihr und dann müsste das funktionieren, dann habt ihr hier Zugriff auf die Festplatte. So. Und ja, jetzt könnt ihr hier alles machen, was ihr wollt. Das heißt, ihr könnt alle Dateien rumkopieren. In Programme oder Program-Files sind eure Programme installiert. Also bei mir ist das wirklich nicht viel. Ich habe gerade das Windows quasi neu aufgesetzt. Unter Dokument und Einstellung findet ihr allerdings die passenden Daten, die euch wahrscheinlich verloren gegangen sind. Unter Quert, die sind dann eure. Also sowas wie, keine Ahnung, Kontakte, Downloads, was weiß ich. Findet ihr eure eigenen Dateien und die könnt ihr euch einfach alle rüberziehen. Das ist völlig egal, ob ihr da ein Passwort drauf hattet oder nicht. Bei mir wäre theoretisch hier auch eins drauf gewesen. Ihr habt trotzdem voll Zugriff auf alles. Und das ist das Tolle daran. Und ja, so könnt ihr Passwörter bzw. Passwörter umgehen und Dateien retten, die euch sonst verloren gegangen wären. Alles klar.
Dann, ja, war es das eigentlich auch schon wieder. Nächstes Mal zeige ich euch, wie ihr das Windows-Passwort resetten könnt, falls ihr es vergessen haben solltet. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.